Hi liebe Leute, ich bin's nochmal, Marc von Ride First. Und ja, das Video gab es in dieser Form schon mal. Ich muss es kurz erklären, weil der Kanal jetzt zweisprachig geworden ist, möchte ich immer ein Video haben auf Deutsch und auf Englisch zum gleichen Thema. Also wir filmen dann immer das eine Video direkt zweimal. Aber an dem Tag, als wir das für dieses Video machen wollten, den Really Geheimtipp, hat es so sehr geregnet, dass wir kaum was geschafft haben draußen. Und dann waren wir froh mit den paar Englischen, die wir hatten. Und ich wusste, okay, ich habe das gleiche Video auf Deutsch eh schon gemacht. Dann schneide ich das nochmal so rein. Kennt ihr dann vielleicht teilweise schon, aber dann passt es wieder so. Und beim nächsten Mal wird es immer so sein, Englisch-Deutsch am gleichen Tag, am gleichen Ort gefilmt. Und teilen, abonnieren. Danke für eure Treue. Seit 2012 gibt es jetzt die Fahrtechnik-Videos und mehr. Und ich würde sagen, jetzt geht es nochmal richtig los. So, liebe Leute, wie ist das beim Wheelie? Sollten da die Arme gestreckt sein, wie es halt immer gesagt wurde, immer und auch heute viel so gelehrt wird? Oder gibt es nicht auch andere Wege, die noch besser funktionieren, noch viele Vorteile mit sich bringen? Darum geht es bei der Zerstörung dieses alten Mythos, Arme müssen gestreckt sein im Wheelie. Jetzt kommen wir zum Mythos. Und zwar ist es so, es wurde schon immer gesagt beim Wheelie, wenn du den Wheelie startest, vorher tief gehen, langsam werden, wenn du dann lospedalierst und dich dann aufrichtest und streckst, dann sind die Arme gestreckt und im Wheelie sollen die gestreckt bleiben. Und du lehnst dich nach hinten und pedalierst und lehnst dich nach hinten, die Arme sollen gestreckt sein, sie funktionieren wie Seile. Bis vor 2 Jahren oder so war das auch ja, mein Credo. Ich habe zwar schon einen wichtigen Aspekt, den ich jetzt gleich nenne, schon in Videos vor 5, 6, 7 Jahren genannt, aber so richtig verstanden und gesehen, wie halt normale Leute die Wheelie machen, ohne diese Theorie, und welche Vorteile es hat, das hat ein bisschen gedauert bei mir und ich möchte euch von diesen Erfahrungen profitieren lassen. Wie bei den anderen Mythen, einmal welches Missverständnis steckt denn dahinter? Und zwar ist es so, dass als Trainer oder als jemand, der einfach nur zuguckt, wenn ein Jugendlicher, ein Kind oder ein Erwachsener den Wheelie übt, siehst du immer, anstatt das Vorderrad auch mit dem Körper mitzunehmen, wird nur versucht, beim Lostreten, beim Kickstart, den Lenker hochzuziehen. Und das passiert dann aus den Armen, nur aus den Armen. Und dann zieht man quasi nur kurz den Lenker zur Brust, der Körperschwerpunkt bleibt aber vorne und das Vorderrad kippt halt ganz schnell wieder runter. Deswegen war das Credo, ja, machst mit dem Körper tief und dann gehst du nach hinten, streckst die Arme und damit die Leute quasi, das war eine Korrektur, nicht sofort anfangen wild rumzureißen, wurde gesagt, streck die Arme, streck die Arme. Habe ich auch immer so gesagt, gelehrt und auch gemacht. Dass das aber zu einer extrem limitierenden Technik führt und wenn du siehst, die Wheelie Kings, ob es jetzt ein Mountainbike-Wheelie-Fahrer ist, der das sehr gut kann oder die ganzen Ghetto, New York, London, diese ganzen krassen Wheelie-Freaks, die da durch die Straße auf dem Hinterrad heizen, da siehst du, die machen das alle gar nicht. Die haben ja gar nicht die Arme gestreckt. Und da muss man sich genau anschauen, was sind die Hintergründe und wie funktioniert das Ganze und warum hat es Vorteile, ohne gestreckte Arme in den Wheelie zu fahren. Es gibt verschiedene Nachteile, wenn man mit gestreckten Armen den Wheelie fährt. Und zwar ist es so, du hast dann permanent eine starke Zugkraft in den Armen, in der Muskulatur. Und du kannst gar nicht so lange Wheelies fahren und auch bei Kurven und so wird es schwieriger, weil du hier so eine Dauerspannung hast und viel schneller ermüdest. Ja, und du trittst dann auf dem Wheelie hinterher und versuchst dich immer noch mehr nach hinten zu lehnen, um den Wheelie im Sweetpoint zu halten. Du lehnst dich nach hinten und das ist für den Kopf auch gar nicht so angenehm. Der Finger ist schon viel mehr am Bremsen, weil je mehr dich immer nach hinten lehnst, immer noch mehr nach hinten lehnst, sagt der Kopf natürlich unbewusst, hey, warte mal, gleich liegst du da und das Ganze ist weniger entspannt. Jetzt ist es so, dass ein zweiter Nachteil ist, wenn du jetzt anfängst, mal die Hand beim Wheelie wegzunehmen und du machst Wheelie-Tricks, One-Hand-Wheelie, ein Tree-Lee, also so einen Baum drumherum mit der Hand oder es gibt halt ganz viele Wheelies, aber auch wenn du im Kreis im Wheelie fahren willst, die ganzen Wheelie-Tricks oder wenn du ein leichtes Fahrrad hast und bergauf fährst, gibt es sogar den No-Hand-Wheelie. All das geht halt schlecht bis gar nicht, wenn du das den Wheelie hältst mit deinen gestreckten Armen. Und da ist es so, dass ich euch jetzt mal die Technik zeigen möchte, wie es besser funktioniert, entspannter und wie es auch ja, viel kraftsparender ist. Jetzt der Tipp, wie das Ganze funktioniert. Und zwar ist es so, wenn du den Wheelie oben halten willst, also du bist im Sweetpoint, fährst auf dem Hinterrad, dann ist es so, dass du dein Rad so stehen hast und
Anstatt jetzt alles über den Lenker zu machen, kannst du, wenn du mit dem Po nach vorne gerutscht bist, mit deinem Po hier auf die Seitenflanken, aufs Ende des Sattels, runterdrücken. Und ihr seht, was passiert, wenn du hier runterdrückst, geht das Vorderrad noch höher oder es bleibt halt oben. Das ist das, was wir erzielen wollen, dass es oben bleibt. Und auf einmal sind deine Arme nicht mehr gerade gestreckt und voller Last, Zuglast, sondern die Arme sind gebeugt, du sitzt aufrechter. Und es ist auf einmal so entspannt. Du kannst deine Hand wegnehmen, du kannst eine Kurve fahren. Funktioniert viel besser. Also nochmal demonstriert. Der klassische Wheelie mit gestreckten Armen wäre halt so, dass man sich dann klein macht. Und wenn man die Arme streckt, muss man sich auch ganz zurücklehnen. Und die Arme sind gestreckt. Ich habe viel Zugkraft in den Armen. Ich zeige das jetzt hier nochmal. Von vorne sieht das so aus, also wie man es immer gelernt hat. So, und Arme sind gestreckt, gestreckt, aber die Arme werden irgendwann müde. So, jetzt zeige ich das mal, wie das aussieht, wenn man das halt viel über den Sattel macht und die Arme sind dann nicht mehr durchgestreckt und man hat viel entspanntere Arme. Also mit dem Po ein bisschen nach vorne rutschen, dann den Impuls starten. Ja, und dann kann man entspannter Wheelie fahren. Ich zeige das nochmal hier. Also, man sitzt dann auch nicht ganz so aufrecht. Ja, man kann halt auch viel leichter die Hand wegnehmen und man fällt dann nicht sofort runter. Nochmal zur Erklärung. Mit dem Po ein bisschen nach vorne rutschen, dann kann man besser auf Sattelende drücken mit dem Po und dem Damm. So, das heißt, dann ist auch dann der Impuls, das Vorderrad hochzukriegen, mit dem tiefen Hochgehen, aber du kannst direkt aufrecht bleiben, du musst dich nicht so weit nach hinten lehnen. Und ja, das macht die Bewegung auch noch ein bisschen schneller und einfacher, mit weniger Bewegungsweg. So, ich zeige das noch einmal. Von der Seite gefilmt, bei dem Wheelie mit gestreckten Armen hängt man immer hinten, hat viel Spannung im Arm, hängt immer nach hinten, hinten, hinten. Und beim Wheelie ohne gestreckte Arme ist der Körper viel aufrechter, der Lenker näher am Gesicht und man kann leichter Kurven fahren. Das heißt auch dabei, wenn du jetzt den Wheelie startest, ist es so, dass du natürlich diese Tief-Hochbewegung nutzen solltest. Aber wenn du es nicht mehr so dogmatisch siehst, mit diesen Armen müssen immer gestreckt sein, dann kannst du halt die Bewegung machen, lostreten, Wheelie starten und dann kannst du aber auch sofort in diese Haltung geben, wo deine Arme hinterm Lenker sind, leicht gebeugt. Du bist vorher nach vorne gerutscht, hältst das Vorderrad auch mit Hilfe des Sattels oben und du bist aufrechter und nicht so krass nach hinten gelehnt. Dann kannst du den Sweetpoint gut halten, kannst die Hand wegnehmen und so weiter und so fort. Und das wäre quasi auf jeden Fall das, was ich auch schon in anderen Videos mit Geheimtipp und so weiter euch versucht habe zu zeigen. Es gibt verschiedene Sättel, bei denen das noch besser geht, wenn hier so eine kleine Kuhle ist. Der Sattel hier hat aber viel Grip, das ist schon mal gut, dann rutscht man nicht sofort wieder nach hinten mit dem Po. Und wenn ihr euch mal diese Wheelie Kings Fahrer anguckt, viele haben den Sattel schon so stehen, wie ich das selber nie hätte, mit der Nase unten, dass wenn sie dann im Wheelie sind, noch besser auf das Sattelende drücken können. Kunstradfahrer zum Beispiel haben so einen richtigen Bananensattel. Dann können die auch ihre ganzen Tricks halt gut über den Sattel halt machen. Wenn man Tricks machen will, wie der One-Hand Wheelie, man hat aber krassen Zug in den Arm, dann macht man die Hand weg und oh, der eine Arm kann diese Zugkraft kaum halten. Nach kurzer Zeit fällt das Vorderrad runter. Wenn man jedoch locker entspannt in den Arm ist und das über den Sattel hochhält, kann man ja viel lockerer das Vorderrad oben halten mit einer Hand, weil dir die Zugkräfte nicht mehr über den Arm so krass gehen, sondern du viel hier über den Sattel machst. Ich hoffe, ihr habt Bock, das zu probieren. Übt es immer leicht bergauf, nicht zu steil, aber auch nicht komplett im Flachen. Ich würde es immer leicht bergauf üben. Und dann schreibt mir in die Kommentare, ob es gut geklappt hat. Ja, ich freue mich. Danke. Ja, jetzt habt ihr es bei der Erklärung bei den Fahrszenen gesehen, warum das halt echt ein Mythos ist, zu sagen, man muss immer die Arme gestreckt haben. Ich habe euch gezeigt, welche Nachteile das hat. Trotzdem nochmal, wenn ihr sagt, hey, ich mag das mit den gestreckten Armen lieber oder das hat für mich irgendwie Vorteile, ist es auch alles easy, alles gut. Seid aber so offen, experimentiert mal mit anderen neuen Aspekten. Ich habe den Tipp von Hans Ray, eine Bike-Ikone, der das mit dem Sattel empfohlen hat. Und
Was man noch sagen kann ist, wenn ihr das jetzt probiert, ich habe dann oft das Feedback bekommen, klingt logisch, klingt gut im Video, ich habe es probiert, hat irgendwie gar nicht so gut geklappt. Dann heißt es natürlich, wenn du was Neues probierst, dann hast du eine gewisse Fehlerquote am Anfang und es ist so, dass es sein kann, dass du gar nicht mehr mit dem Neuen zurechtkommst und das Bekannte, Gewohnte viel angenehmer wirkt. Du musst dich schon darauf einlassen und auch ein bisschen Geduld mitbringen, bis es dann richtig gut funktioniert. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Schreibt es in die Kommentare. Gerne teilt dieses Zerstörungsvideo vom alten Mythos. Bye bye, as we say in Germany. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.